in Auge in Auge. Nicht vor diesem komischen Bildschirm. Früher, da hat man sich noch in die Augen geguckt. Da habe ich ihnen einen aufs Maul gegeben. Letztige Heul, die scheiß verficktes Judenkind. Oh, sie sagen, also ich lerne sie dann von der anderen Seite kennen. Das Ding ist, was ist denn die andere Seite? Das ist doch jetzt schon, das ist doch jetzt schon gerade Endstufe, oder nicht? Das bitte mal ruhig. Nein! Oh mein Gott! Mike, was willst du von mir? Mike, geh aus meiner Arbeitszimmer raus! Wofür brauchst du? Oh mein Gott! Was ist das für ein Assi, Alter? Was ist das für ein Assi? Mike! Komm wieder her! Was wolltest du gerade von mir? Was denn? Was? Gib mir das Handy! Weiß ich nicht, vielleicht streamen sie. Nein. Was? Ach, sie sind das da oben links, die scheiß Missgeburt! Lift! Cut! Lift! Ja, was jetzt? Da schreien die ganze Zeit Leute! Ja. Lift! Freunde, schreib ihm doch mal, schreib dem lieben Rainer noch mal eine Nachricht. Dem Vollzeit-Asi. Mit wem reden Sie denn da? Was? Mit wem reden Sie denn da? Ich rede. Ja, mit den Leuten im Chat rede ich gerade. Chat? Ja, die da, die. Na, du siehst doch. Ich duze dich jetzt einfach, Alter. Sie können nicht mal schön sitzen, Sie nee, oben. Ich duze dich jetzt. Rainer, pass auf. Rainer, pass auf. Da in dem Chat. Was? Da schreien die ganze Zeit Leute meinen Namen. Ja. Hör auf damit. Was soll das? Warum werde ich beleidigt auf dem Handy von meinem Sohn? Was? Haben Sie irgendwas mit meinem Sohn gemacht? Ich hab nichts mit dir, mit deinem Sohn gemacht, Rainer. Rainer, fick dich selbst. Roman! Was, wie viele Leute sind denn da? Wer ist das? Rainer, willst du mir jetzt vielleicht... Was ist dein Live-Chat? Was soll das? Werde ich hier gerade aufgenommen? Ich zeig sie an! Ja, dann zeige ich sie auch an. Sie haben gedroht, mich umzubringen. Sie haben mich beleidigt. Sie haben hier rechtsradikale Parolen geschwungen. Ein Stück Scheiße, Sie haben gar keine Aussage. Doch, ich habe das so aufgenommen. Wieso werde ich denn da beleidigt? Ja, können Sie sich hören das nicht von fünf Fingern erzählen? Zu? Hören das gerade andere Leute? Ja. Wollt ihr mich verarschen, verdammte Scheiße? Nein, eigentlich nicht. Das ist mein purer Ernst jetzt gerade. Wieso? Haben Sie ein Problem damit, oder was? Geh aus meinem Arbeitszimmer! Ich hab das nicht noch einmal raus! Ich hab das doch gerade eben schon mal gesagt. Ich hab gekannt, mit jemandem zu reden. Das ist mir egal. Halt das nicht aus. Die Nachbarn klopfen. Dann sagst du den Nachbarn, ich kläre hier gerade was. Vielleicht mich meine Frau auch noch wegen ihm. Ja, kann ich doch nichts sagen. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ja, was rasten Sie denn auch so aus? Ja, weil ich ihm irgendwas aufhabe.